Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Depotchecks. Ja, einmal pro Monat schauen wir uns immer das Beate Sander Nachlassdepot an. Was waren die größten Zukäufe und Teilverkäufe zuletzt? Die größten Gewinner und Verlierer im Vormonat? Ja, und ich freue mich jetzt, Herrn Uwe Sander begrüßen zu dürfen, der das Beate Sander Nachlassdepot seit 23. Oktober 2020 managt. Hallo, Herr Sander, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, hallo, es freut mich auch sehr, wieder hier zu sein. Ja, eigentlich hatten wir ja unser Interview schon im Kasten sozusagen, aber dann hat uns ja US-Präsident Joe Biden jetzt vor 2 Tagen wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Erklären Sie doch mal ganz kurz, was da genau los war. Oh ja, da hat es mächtig gebebt, auch in meinem Depot. Also die USA wollen sich jetzt für die Aufhebung der Patente der Impfstoffanbieter, insbesondere was jetzt diese mRNA-Technologie angeht, stark machen. Und wollen sich dabei der Weltgesundheitsorganisation für einsetzen, dass man tatsächlich diese Patente zeitlich begrenzt aussetzt. Das ist natürlich schon ein ordentliches Ding. Also klar, die Hilfsorganisationen, beispielsweise Ärzte ohne Grenzen, die fordern schon lange die Freigabe der Patente, um die Corona-Epidemie global besser bekämpfen zu können und schneller bekämpfen zu können. Aber Patente aufheben, das ist schon eine Nummer. Also Wall Street Journal spricht hier von Diebstahl geistigen Eigentums und es ist schon wirklich eine Sache, damit hätte ich jetzt gerade von den USA so nicht gerechnet. Und für die Unternehmen, die jetzt ja sehr, sehr viel schon investiert haben in diese Technologie und zum Teil auch noch gar keine Gewinne erwirtschaftet haben, jetzt eigentlich erst so kurz davor oder dabei sind, für die ist es natürlich ein ordentlicher Schlag ins Gesicht, wenn es denn wirklich so kommen sollte. Also es ist auch noch nicht so ganz sicher. Ne? Ich meine, wir haben jetzt eine Aussetzung der Patentrechte, da müssten erstmal die ja, mindestens 160 Länder zustimmen. Aber auch die EU scheint, Frau von der Leyen hat sich ja jetzt auch geäußert und gesagt, sie ist da gesprächsbereit. Also das wird jetzt schon eine spannende Sache, ob und wann und wie und natürlich auch mit welchen Auswirkungen für die Impfstoffhersteller. Ja, in Deutschland wurde das ja auch schon zwischenzeitlich diskutiert. Da haben wir ja auch 2 Hightech-Unternehmen jetzt mit BioNTech, eben aus Mainz und CureVac steht ja auch schon in den Startlöchern. Da könnte ja auch schon die Zulassung Ende Mai, vielleicht sogar, ja im Juni wird sie spätestens erwartet, erfolgen. Da könnten ja diese Titel auch noch ein bisschen unter Druck kommen. Sind sie ja schon, die haben sie auch beide im Depot. Da ging es doch dann deutlich bergab in den letzten Tagen, gell? Da ging es ordentlich. Also ein bisschen ist untertrieben. Das waren ja zum Teil über 20% schon, was die nachgegeben haben. Ein bisschen unterschiedlich noch. Also BioNTech hat sich auch schon wieder etwas erholt. Ich hatte glücklicherweise am Tag vor der Meldung, das war jetzt einfach der Hochtief-Mut-Strategie geschuldet, einen Teilverkauf bei BioNTech gemacht. Da ging es noch um was anderes. Ich hatte 200% Kurs plus, ich hatte 60 Stück und dann ist es eigentlich für mich naheliegend, mich von dem Wert zu trennen und einfach den Einstiegswert, die 20 Aktien rauszunehmen und alles, was dann noch drin bleibt, sind ja praktisch die Gewinne. Ich habe das deswegen gemacht noch, weil es einen ganz kleinen Rücksetzer von wenigen Prozentpunkten gegeben hat. Der hatte aber eher damit zu tun, dass die USA ein bisschen Probleme oder Schwierigkeiten bereiten, was eben auch eben den Austausch von Grundpatenten angeht, die man wieder braucht, um dann die Forschung draufzusetzen. Da hat also BioNTech auf jeden Fall auch schon ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Leicht unter Druck geraten, war für mich ein Grund, einen Teil eben abzustoßen, einen Teilverkauf zu machen. Damit hatte ich natürlich noch einen guten Kurs erwischt und dann ging es natürlich so richtig bergab, hat sich aber auch heute schon wieder eine kleine Gegenbewegung eingependelt und bei der CureVac, ich meine, das Unternehmen ist ja hier praktisch schon fast vor meiner Haustür, da hänge ich sehr dran, bin aber auch sehr überzeugt, es ist nicht nur die lokale Nähe, sondern es ist tatsächlich auch meine Vermutung, dass dieses Unternehmen noch eine ganz wichtige Rolle spielen wird und noch eine ganz wichtige Zukunft vor sich hat. Und da habe ich es anders gemacht. Da war ich bislang nur mit einem kleineren Bereich investiert und da
habe ich jetzt diesen Abverkauf gestern, der ja dann immer weiter Fahrt nach unten aufgenommen hat, wirklich zu einem Zukauf sogar genutzt. Und mal sehen, wie es sich entwickelt, weiß man natürlich nicht. Es ist schon sehr riskant, gebe ich auch zu an der Stelle. Hat jetzt aber heute doch auch schon wieder eine Gegenbewegung stattgefunden. Von daher ist zumindest die Hoffnung da, dass es jetzt an der Stelle auch schon ein Boden war, der erreicht worden ist und es nicht noch weiter unterschritten wird. Aber es bleibt turbulent, es bleibt spannend und ich bin nichtsdestotrotz von der mRNA-Technologie sehr, sehr überzeugt und finde es natürlich auch, ja, da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits wichtig, dass man wirklich global was macht und ich denke, da wäre es auch schon sinnvoll, mit den Impfstoffherstellern gemeinsam eine Konzeption zu entwickeln, wie man eben auch Impfstoff bereithalten kann für weniger industrialisierte Länder. Aber sage ich mal, einfach jetzt hier Patente rauszureißen, also das ist eigentlich, ist das ein absolutes No-Go und das passt eigentlich auch überhaupt nicht zu der bisherigen Ausrichtung sozialer Marktwirtschaft, zumindest so wie ich sie verstanden habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob das verfassungsrechtlich überhaupt so durchsetzbar wäre. Ja, bleibt es auf jeden Fall spannend jetzt, sage ich mal, in den nächsten Wochen, wie sich das weiterentwickelt. Eben, Sie hatten es ja angesprochen, im April war auf jeden Fall BioNTech noch der größte Gewinner im Filialbankdepot und auch die Aktie von Novavax, die kennt noch nicht jeder, könnte aber auch schon eine Zulassung jetzt im Mai bekommen, USA, Großbritannien, in Europa läuft bei der EMA, bei der Europäischen Arzneimittelagentur auch schon der sogenannte Rolling Preview-Prozess, also da könnte es auch nicht mehr allzu lang dauern, bis die Zulassung kommt, wenn alles gut geht. Aber eine dritte Aktie jetzt, die hat es auch nicht ganz so zerbröselt jetzt in den letzten Tagen. Die stand auch auf der Gewinnerliste, Platz 3 im Filialbankdepot. Das war eben die Aktie von Dermapharm. Was ist das genau für ein Unternehmen? Genau, also Dermapharm ist jetzt ein Unternehmen, ja, mit ca. 2000 Beschäftigten, also kein sehr großes Unternehmen. Und Dermapharm ist eigentlich eher so im Bereich, ja, pharmazeutische Produkte für Hautpflege und gegen Allergien. Aber eben inzwischen auch gibt es eine Kooperationsvereinbarung mit BioNTech und dort bei Dermapharm sollen eigentlich 50 Millionen Impfdosen dann pro Monat mal produziert werden. Also eine starke Kooperation und das war sicherlich ein Hauptgrund dafür, dass die Aktie jetzt auch so stark performen konnte. Und da geht man wohl auch im Moment davon aus, dass an dieser Produktion Patente hin oder her jetzt erstmal nichts verändert wird. Der Impfstoff wird ja gebraucht und bis überhaupt dann auch durch Freigabe der Patente, ich muss noch mal ganz kurz auf das Thema zurückkommen, bis das dann dazu führen könnte, dass andere Unternehmen eine Produktion in der komplizierten mRNA-Technologie aufbauen. Ja, dafür gehen ja Monate mindestens, wenn es technisch überhaupt machbar wäre. Also von daher hier eine schöne Aktie und es gab darüber hinaus natürlich auch noch weitere Gewinner, die zunächst mal gar nicht so aufgefallen sind unter diesen Riesengewinn von BioNTech und Novavax. Das ist beispielsweise Carl Zeiss oder dann auch im Bereich Rohstoffe Rio Tinto. Aber das sind so Dinge, da können wir ja dann mal bei anderer Gelegenheit ein bisschen genauer drauf schauen. Gehört ja auch zu der breiten Streuung des Depots. Genau, und wir haben ja gesagt, dass wir eigentlich immer Performance immer zum Stichtag, dann Monatsende, der letzte Handelstag des Monats nehmen eben. Und das wäre dann wieder im laufenden Monat, das ist dann bei unserer nächsten Sendung, da schauen wir gerne dann drauf, auf Rio Tinto und auf vielleicht auch auf den Rohstoffbereich speziell, auch die Kryptowährungen, da sind Sie ja auch dabei. Schon ein kleiner Teaser dann für die nächste Sendung. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz beim Thema Impfstoffaktien. Könnte man ja auch meinen jetzt zum Beispiel, wenn jemand jetzt nur an der Produktion beteiligt ist, dann trifft es den vielleicht auch nicht so hart, wenn jetzt wirklich diese Patentaufhebung kommen würde, weil für die Produktion muss man ja trotzdem entlohnt werden im Endeffekt. Und das scheint ja dann wirklich so zu sein, dass wenn man da jetzt nur, sag ich mal, so eine Vertriebskooperation hätte oder so eine Produktionskooperation, wie eben jetzt Bayer auch mit CureVac, wenn es denn dann soweit ist, dass die dann davon nicht so sehr betroffen sein würden. Das wäre ja die Spekulation dann. Genau, und davon gehe ich auch aus, aber wie gesagt, da muss man ein bisschen wieder die Fristigkeit unterscheiden. Also das sind jetzt kurzfristig enorme Abschläge gewesen. Ich rate immer
zur Gelassenheit. Ich meine, ich habe gut reden. Ich kann natürlich gelassen sein, wenn ich sehr breit aufgestellt bin. Aber mittelfristig wird es so sein, dass dann diejenigen, die im Vertrieb und in der Produktion sind, mit Sicherheit weniger darunter leiden als jetzt so kleine aufstrebende Unternehmen wie Novavax und CureVac. Langfristig allerdings ist ja mRNA, sage ich mal, ein Technologietrend, der noch gar nicht absehbar ist in seinen Potenzialen. Und von daher bin ich da durchaus auch jemand, der sagt, also das wird auf jeden Fall ein wichtiger Bereich in meinem Depot bleiben müssen und eventuell sogar noch eine stärkere Gewichtung bekommen. Es zeichnet ja auch eben die Hoch-Tief-Mut-Strategie aus, die Sie auch in Ihrem neuen Buch, das hinter Ihnen steht. Die besten Aktien findet man nicht im DAX, das Sie ja zusammen auch noch mit Ihrer Mutter damals geschrieben hatten. Sie hatten es dann final fertiggestellt. Da wird ja das auch nochmal ganz klar erklärt, dass man eben einen langfristigen Anlagehorizont hat. Und was Ihrer Mutter auch immer noch ganz wichtig war, eben nicht immer nur ein einzelnes Pferd in der Branche sich in den Stall setzen, in den Stall holen, sondern immer auf mehrere Pferde setzen. Und im Impfstoffbereich oder generell im Pharma-Biotech-Bereich, da sind Sie ja wirklich breit aufgestellt. Da haben Sie ja im Endeffekt nahezu alle Aktien im Depot, die da irgendwie irgendwo an der Impfstoffentwicklung oder Produktion beteiligt sind. Oder Sie haben ja zum Beispiel jetzt auch Softbank auch noch im April verkauft und haben dann den Gewinn eben in die Moderna gesteckt. Genau, und bei Moderna war es eben auch damit in Verbindung stehend, dass ich einen befreundeten Biologen kontaktiert habe, der mich schon Anfang März darauf hingewiesen hat, Anfang April, dass Moderna eben in dieser mRNA-Forschung jetzt auch schon erste Zwischenerfolge, zumindest auf dem Weg zu einem HIV-Impfstoff. Also ich sage ja, das ist so viele Bereiche dran, ja, Krebstherapie, Immuntherapie, andere Virenerkrankungen, Booster-Impfstoffe, ist ja auch Moderna übrigens wieder an der Stelle sehr, sehr weit schon, dass sie einfach sagen, ja, jetzt haben wir vielleicht ein oder zwei Impfungen. Ich selber bin ganz aktuell jetzt auch mit Moderna geimpft. Das ist eigentlich witzig, weil ich die erste noch mit AstraZeneca hatte und dann wurde ich aber umgebucht. Also ich musste da gar nichts machen. Ich hätte mich auch mit Astra noch mal impfen lassen können. Das hätte ich dann irgendwie per E-Mail so angeben müssen. Naja, und das ist eben jetzt damit auch nicht unbedingt vorbei. Also wir haben jetzt auch in Deutschland enorme Fortschritte. Auch die Infektionszahlen gehen jetzt schon ein bisschen zurück. Und da gehen ja auch viele von aus, dass das sehr viel mit der zunehmenden Impfquote, mit der Impfbereitschaft auch zu tun hat. Und mittellangfristig wird aber das Thema nicht ganz von der Bildfläche verschwinden. Und gerade mit solchen Booster-Impfstoffen ist man dann möglicherweise dann auch schnell in der Lage, innerhalb von Wochen vielleicht eine Produktion hochzufahren, die dann eben für künftige Mutanten eben auch schützen kann. Und das geht eben auf der Grundlage von mRNA viel schneller, also das muss man einfach in dem Zusammenhang nochmal sagen, als das mit klassischen Vektorimpfstoffen zum Beispiel machbar wäre. Also wir sind dann vielleicht künftig gar nicht mehr in so einer Situation, die so dramatisch verlaufen wird, wie wir das jetzt in den letzten Monaten hier miterlebt haben und vor allem, wie wir es jetzt aktuell noch in Indien zum Beispiel miterleben müssen. Herr Sander, bevor wir jetzt dann noch auf die größten Verlierer im April schauen, wollen wir noch mal kurz auf die Gesamtentwicklung Ihres Depots eingehen. Das ist ja so, haben wir ja schon letztes Mal erklärt, Sie haben einmal das Filialbankdepot und dann haben Sie eben ein Zweitdepot auch noch bei einem Online-Broker, bei einem günstigen Discount-Broker, weil Sie da eben die Aktienkäufe zutätigen. Und wenn wir jetzt alles zusammenrechnen, eben seit Übernahme 23. Oktober 2020, jetzt inklusive der Teilverkäufe des Cashs und der Dividendenausschüttungen, da haben Sie jetzt im Vergleich zum Vormonat nochmal einen kleinen Schlag noch drauflegen können. Also stehen Sie jetzt so mit 18%, wenn ich noch genau richtig in Erinnerung habe. Letzten Monat waren 17,2, jetzt sind es 18. Und da rechnen wir aber wirklich den Cash mit. Also
Das muss ich schon nochmal unterscheiden, weil ich habe ja meine Cashquote jetzt auf über 15% erhöht. Das, was im Depot ist, das hat noch besser performt, das sind wir über 20%. Aber ich habe mich ja bewusst von manchen Werten auch durch Teilverkäufe, das waren ja vor allem die Wasserstoffwerte dann schon im Januar, wo ich mich verabschiedet habe, um einfach eine Rücklage für möglicherweise dann doch noch turbulentere Zeiten mal aufzubauen. Und dadurch ist es jetzt insgesamt eigentlich schön gewachsen, eben gerade jetzt im April noch mal kräftig durch die Impfstoffhersteller, aber eben nicht nur. Ja, Stichwort Wasserstoff ist gleich eben das Thema für die größten Verlierer im April. Da waren eben die Wasserstoffunternehmen Ballard Power und Plug Power ganz vorn mit dabei. Also die haben natürlich schon von den Hochs, da haben sie natürlich schon einen richtigen Riecher gehabt, da ein bisschen Teil zu verkaufen im Januar. Da haben die ja schon in der Spitze weit mehr als die Hälfte verloren bis jetzt. Jetzt die Frage natürlich, sie haben sie auf jeden Fall noch im Depot. Glauben also schon durchaus, dass da jetzt so langsam eine Bodenbildung in Sicht ist. Aber für Zukäufe reicht es auch noch nicht ganz aus, oder? Nee, für Zukäufe reicht es nicht aus. Also die Ballard Power habe ich so gut wie gar nicht mehr. Die ist im Filialbankdepot komplett raus. Und bei Plug Power hatte ich wirklich die Hälfte ja schon rausgenommen. Da waren die Gewinne enorm. Und das, was jetzt natürlich so ein bisschen verkommt, verdörrt, das nehme ich jetzt auf keinen Fall raus, weil ich sehe jetzt gar keinen Grund. Ja, das sind im Prinzip noch übrig gebliebene Kirschchen von der Sahnetorte oben. Die Gewinne sind draußen, das investierte Kapital sowieso. Aber so ein bisschen Wasserstoff, meine ich auch wieder im Zuge der breiten Streuung, muss im Depot bleiben, denn die Technologie an sich ist natürlich auch eine wichtige Technologie und die wird auf jeden Fall auch ihren Platz finden. Jetzt war halt leider, muss ich auch sagen, von meiner nachhaltigen Orientierung her, leider da schon auch eine starke Überhitzung drin. Und die Werte sind runtergekommen. Ich meine auch, dass sie jetzt bald ein Niveau erreicht haben, wo man schon über Zukäufe nachdenken könnte. Aber es sind jetzt gerade für mich eher andere Bereiche, die ich da bevorzugen würde. Also von daher zusammengefasst gesagt, ich kann nicht in die Glaskugel schauen, aber mein Eindruck ist, dass wir jetzt wohl in dem Bereich angekommen sind, ist ja ungefähr jetzt von den Kurswerten her der Bereich, den wir vor einem halben Jahr schon hatten. Und ich denke, dass das jetzt faire Preise sind. Da muss man ein bisschen unterteilen natürlich, ob wir jetzt von Wasserstoff sprechen oder eben jetzt im Bereich Solar oder gar Wind. Ja, das sehe ich ein bisschen differenzierter. Das ist eben auch Stichwort für die nächste Aktie auch. Sunrun, US-Solarmodulhersteller, der zählte auch zu den größten Verlierern zuletzt. Ist doch ein bisschen verwunderlich, weil Solarenergie jetzt, Photovoltaik, kommt ja doch jetzt immer mehr. Auch hierzulande wird wieder mehr Solarmodule auf den Dächern implementiert. Wie schaut es denn da aus? Was sind die Gründe, glauben Sie? Sind die einfach zu hoch gelaufen vorher, die Monate zuvor, dass da einfach mal ein bisschen Luft rausgenommen wird und der Aufwärtstrend aber doch intakt bleibt jetzt? Ja, also das könnte eine Erklärung dafür sein. Ich denke, die Quartalszahlen waren jetzt nicht so schlecht, aber das habe ich bei ganz vielen Aktientiteln jetzt erlebt, dass die Quartalszahlen nicht so schlecht waren. Ich meine, Sunrun hat Umsatzsteigerungen gemacht, aber es ist halt noch nicht profitabel. Es konnte die Verluste zwar senken, aber ich meine, der Kurs ist halt doch schon in einem Niveau, wo man von dem Unternehmen dann auch mehr Performance erwartet wahrscheinlich. Von daher denke ich auch hier Bodenbildung auf jeden Fall in Sichtweite. Eine Wiederholung der Rallye so, wie es jetzt in den letzten Monaten war, eher nicht. Aber ein langfristiges Investment lohnt sich mit Sicherheit auch im Solarbereich. Also das ist wieder eine Frage der Ausgewogenheit. Man wird aber mit Sicherheit nicht das schnelle Geld jetzt hier machen können. Ja, es ist ja generell auch ein bisschen so die Frage im Moment, Tech-Werte eben oder die klassischen Standardwerte, die Value-Werte, die an der Börse noch so, sagen wir mal, moderat bewertet sind und vielleicht auch unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Das ist bei den Tech-Werten natürlich nicht der Fall. Die sind ja brutal stark gelaufen bis zum Jahresanfang, haben dann korrigiert.
aber jetzt im Vormonat, im April, nochmal einen satten Rebound erzielt mit so Pi mal Daumen 5%. Der Nasdaq, davon dürften Sie doch dann auch auf jeden Fall profitiert haben, weil Sie haben ja wirklich einen hohen Technologieanteil im Depot mit rund einem Viertel, glaube ich, ne? Ja, ein bisschen ist er verkleinert inzwischen, weil ich jetzt natürlich das Filialbankdepot, das wird ja immer kleiner, weil das wird ausschließlich finden da Verkäufe statt, Zukäufe finden ausschließlich eigentlich über den Neobroker statt. Und da sind jetzt aber viele Value-Werte drin, weil ich nämlich schon auch im Januar bereits so das Gefühl hatte, ich möchte ja auch langfristig ein bisschen was absichern. Und dann habe ich mir auch eine Linde zum Beispiel neu ins Depot geholt und solche Aktien gekauft, selbst Volkswagen. Also Aktien, die jetzt für mich bislang oder vor allem auch in der Anfangszeit der Depotübernahme nicht so wahnsinnig attraktiv schienen, aber in die habe ich mich jetzt doch so ein bisschen verliebt, weil die mir jetzt doch auch Sicherheit bereiten, mir Dividenden bereiten und mich dann auch dazu bringen können, auch in solchen Nächten, die so turbulent waren wie jetzt hier mit den Impfstoffgeschichten, dass ich dann trotzdem noch gut schlafen kann. Ja, also von daher ist der Tech-Bereich nicht mehr ganz bei 25% und der Value-Bereich, der wird ein bisschen hochgefahren von mir derzeit, ja. Herr Sander, dann schauen wir doch vielleicht nochmal ganz kurz auf Ihr neues Buch, das seit 20. April dieses Jahres eben auf dem Markt ist. Sie sind ja mit dem Verkaufsstart zufrieden, könnte noch ein bisschen was reinkommen. Sie können es gerne auch nochmal in die Kamera halten, wenn Sie möchten. Die besten Aktien, ich muss gerade mal hier raus. Genau, die besten Aktien findet man nicht im DAX. Genau. Eben auch ganz interessante Tipps auch für Einsteiger, was die ETF-Anlage angeht. Die ETFs, eben diese börsengehandelten Indexfonds, sind ja ein ideales Vehikel für Börseneinsteiger, weil man eben den Markt breit abdecken kann, eben auch themenspezifische Investments breit abdecken kann mit einem kostengünstigen Investment. Laufende Kosten so in der Regel bei 0,2, ja gut, bei themenspezifischen 0,6%. Das ist nämlich auch interessant. Da haben Sie ja eigentlich schon das Thema Cyber Security behandelt, aber diesen ETF, den Sie sich jetzt ins Depot geholt haben, diesen von iShares ist der, glaube ich. Genau. Digital Security ist das, glaube ich, ne? Heißt der? iShares? Ja, genau. Security. Der ist da noch nicht benannt, aber ich habe das Digital Security Thema hier auch schon benannt und habe eben auch ein paar Aktien vorgestellt, die ich teilweise auch selber habe. Denn Cyber Security ist auch ein ganz wichtiger Trend. Der ist schon seit einigen Jahren natürlich zu verfolgen. Aber wenn man sich, das ist immer so mein erster Gedanke, die Welt ausmalt, wie sie denn in 2, 3 Jahren sein könnte. Und das ist, finde ich, schon ein wichtiger Gedanke, einfach Entwicklungen, die bereits ablaufen, mal ein Stück weit in die Zukunftsplanung mit einzubinden. Und da denke ich eben, wir haben das 2020 vor allem schon erlebt, wie sich die Kriminalität immer mehr in den Cyberbereich verlagert hat. Es wird alles und jeder attackiert mit Trojanern, mit Viren, aber eben auch mit Hackerangriffen. Und das macht vor keinem Unternehmen mehr Halt, das macht vor keiner Regierungsorganisation mehr Halt. Und von daher ist diese Nachfrage eben auch nach einer kompetenten Unterstützung hier enorm gestiegen. Und ob ich jetzt da eine Secunet habe, als ein kleines deutsches Unternehmen vielleicht, was hier auch komplette Unternehmenslösungen anbietet, oder eben die bekannten großen Aktien aus den USA, Palo Alto oder Fortinet. Da ist Problem bei den Einzelaktien hier im Cyber-Security-Bereich ist halt, die sind auch schon sehr hoch zum Teil. Und es ist schwer natürlich, sich einen Überblick zu verschaffen, wie es jetzt mit neuen Unternehmen, die hier aufstreben, wie zum Beispiel die CyberArk aus Israel, wie das hier läuft. Und das ist tatsächlich auch eine sehr zeitintensive Beschäftigung, wenn man da wirklich auf der Höhe der Zeit bleiben will. Also, wenn ich jetzt einen ETF nehme, wie zum Beispiel diesen von Xtracker hier, das war jetzt nicht der Xtracker, sondern das war der iShare. Genau, auf den X-Tracker kommen wir nachher noch. Dann habe ich einfach die Möglichkeit, dass ich mit einem ETF hier in dem ganzen Bereich mit drin bin. Und das ist gerade in dem Bereich, wo ich doch davon ausgehe, dass der in der Bedeutung zunehmen wird, eine wunderschöne und auch, sage ich jetzt mal, eine relativ entspannte
Idee, das mit in das Portfolio so einzubauen. Ne? Ja, beim X-Tracker war es, glaube ich, dann der thematisch bezogene Emerging Markets, ne? War das MSCI. Genau, also ich habe jetzt verschiedene Anbieter damit drin. Und ich habe auch noch andere Bereiche natürlich, die ich mit abgedeckt habe, wobei ich selber jetzt gar nicht so viele ETFs habe im Depot. Das hat einfach damit zu tun, dass wenn ich 200 Einzelaktien fast habe, wenn ich jetzt mal beide zusammenrechne, das Filialbank und den Neobroker, dann ist natürlich jetzt in puncto breite Streuung jetzt hier kein großer Bedarf mehr so da. Aber wenn ich jetzt klein anfange und wenn ich jetzt vielleicht auch mit einem Ansparplan starte und sage, ich habe jetzt bin ein junger Mensch und 50 Euro im Monat möchte ich jetzt statt in so eine doofe Altersversicherung oder sowas einzubauen, wo es kaum noch Renditen gibt, langfristig gesehen, gehe ich doch lieber in so einen Ansparplan ETF rein. Die gibt es ja auch schon zum Teil kostenlos, zumindest die Ansparpläne als solches. Und das macht sehr viel Sinn und da kann man dann mit ein, zwei ETFs starten, die schon eine sehr starke breite Streuung von sich haben. Ja, da würde ich jetzt nicht den Cyber Security zum Beispiel nehmen, der ist jetzt eher wieder so als Beimischung gedacht, sondern wenn ich ganz frisch starte, dann würde ich jetzt beispielsweise eben so einen X-Tracker, MSCI World oder den Emerging Markets nehmen. Ne? Oder beide zusammen, weil der MSCI World, der ist natürlich sehr Nordamerika-lastig, da sind auch viele große Unternehmen drin und wenn ich jetzt den Emerging Markets nehme, dann ist bewusst hier auch ein breiterer Rahmen drin, da ist dann auch Asien mit dabei, da ist auch China mit vertreten und dann habe ich noch auch geografisch gesehen natürlich weitere, breitere Streuung. Ne? Herr Sander, dann noch vielleicht abschließend noch mal ganz kurze Einschätzung von Ihnen zu den Aktienmärkten allgemein. Wir sind ja jetzt im Mai, es gibt ein bekanntes Sprichwort eben, sell in May and go away. Da hat man jetzt am Anfang die ersten Tage schon unheimliche Nervosität gespürt. Aber glauben Sie, dass es da vielleicht wirklich jetzt doch mal einen größeren Rücksetzer geben kann oder wird sich das Ihrer Meinung nach alles wieder, sagen wir mal, auf einem ganz normalen Niveau einpendeln und dann haben die großen Indizes genug Luft geschnappt und dann ist wieder genug Luft auch da, eben für eine weitere Aufwärtsbewegung. Es kann immer alles geben und also wie gesagt, diese Meldung mit diesen Patenten, ich hätte es also nicht für möglich gehalten. Ich muss es, also es hat mich auch richtig auf dem eiskalt erwischt. Und von daher, klar, ja, das kann den großen Rücksetzer geben, aber das hat dann nichts mit Mai zu tun. Also diese Weisheit, die halte ich jetzt nicht für irgendwie wichtig und an die werde ich mich auch überhaupt nicht halten. Grundsätzlich bin ich sehr hoffnungsvoll, dass es weitergehen wird. Wir werden natürlich nicht mehr so wie letztes Jahr nach März, nachdem alles derartig abgestürzt ist, solche enormen Zuwächse bekommen. Wir werden auch nicht mehr so leicht wie vielleicht vor einem Jahr oder überhaupt in der Vergangenheit junge, aufstrebende Unternehmen finden, die dann langfristig auch abgehen, wie wir das vielleicht früher mal hatten bei Nemetschek oder bei Sartorius oder bei Rational. Das, denke ich, wird schwierig sein. Man wird sicherlich gut beraten sein, wenn man langfristig denkt. Dann kann man auch in den jetzigen Zeiten einsteigen. Da sehe ich gar keinen Grund, irgendwie immer zu warten. Einfach mal anfangen mit einer, haben wir ja schon besprochen, entweder ETF oder vielleicht auch mit ein paar Value-Werten, ist, denke ich, einfach langfristig gesehen auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Und die ist aber dann natürlich auch immer gepaart damit, solche Rücksätze auszuhalten. Und mein Tipp vielleicht auch jetzt vor dem Hintergrund dieser Ereignisse der letzten Tage: Wenn ich jetzt mit einem gewissen Festbetrag schon starte, einfach mal für sich selber gedanklich durchzuspielen, halte ich das nervlich aus, wenn da mal 25% einfach zwischenzeitlich weg sind? Oder halte ich es nicht aus und verkaufe dann doch ganz schnell in Panik? Weil diesen Selbsttest sollte ich praktisch erstmal bestehen, um dann mich sozusagen nervlich zu qualifizieren, diese Langfriststrategie durchzuhalten. Und ich sage das auch deswegen so deutlich diesmal, weil diese Neobroker, ich kriege es ja mit, weil ich ihn selber nutze, einen immer dazu verleiten, dann doch Panik vielleicht zu bekommen und man sieht und es stürzt ab und man guckt minütlich drauf und das ist ein ganz schlechter Ratgeber dann vielleicht, aber von daher sich die Gedanken so vorher machen. Und dann kann man, meine ich, schon auch ein
bisschen gelassener mit dieser zunehmenden Hektik am Markt umgehen. Und von daher, es ist nie zu spät zu starten und es ist nie ein guter Ratgeber, panisch zu werden. Also kühlen Kopf bewahren, sagt Uwe Sander, der seit 23. Oktober 2020 eben das Nachlassdepot seiner berühmten Mutter Beate Sander managt. Herr Sander, besten Dank wieder für den Moment. Es war wieder sehr interessant, hat viel Spaß gemacht, wie immer. Und dann freue ich mich schon auf unser nächstes Interview, dann in rund einem Monat, Anfang Juni dann eben. Dann schauen wir vielleicht mal auf den Rohstoffbereich, auch bezüglich der Inflation, der steigenden. Da könnte es ja auch noch ein bisschen Fantasie drin sein. Bei dem einen oder anderen Titel, Sie hatten ja schon Rio Tinto genannt und eben auch auf den Kryptobereich, aber da verraten wir noch nicht so viel. Mehr dazu dann in der nächsten Sendung Anfang Juni. Besten Dank. Ach, super, ich freue mich drauf. Ich bin wieder dabei. Tschüss. Ja, und das war es auch schon wieder, liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zusehen auch an euch. Und wie immer an dieser Stelle, die besprochenen Aktien von Uwe Sander sind eben keine Handlungsempfehlungen, also keine Empfehlungen für euch zum Kauf oder Verkauf einer Aktie, weil eine Portfoliogestaltung richtet sich immer nach euren individuellen Risikoneigungen, die ihr euch ermitteln lassen müsst oder wo ihr euch schon sehr gut auskennen solltet, welches Risiko ihr fahrt. Ja, und vielleicht war trotzdem der ein oder andere nützliche Tipp für euch dabei, für euren Vermögensaufbau. Dann, falls es euch gefallen hat, gebt uns doch gerne ein Like oder abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr nächsten Monat auch wieder dabei seid, wenn es dann wieder heißt, das Beate Sander Nachlassdepot auf dem Prüfstand. Dann wieder schauen wir auf die größten Käufe und Teilverkäufe in Uwe Sanders Depot beziehungsweise im Beate Sander Nachlassdepot. Und schau doch gerne auch auf unsere Seite vorbei, www.bialo.de. Da gibt es nützliche Informationen rund um das Thema Geldanlage. Dürfte für jeden was dabei sein. Bis dahin, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.